Mein Name ist Elina Holzmüller, habe internationale Weinwirtschaft in Geisenheim studiert und arbeite aktuell im Betrieb meiner Eltern in der Landwirtschaft und im Weinbau mit. Die junge Frau aus Weingarten in Baden ist Winzerin mit Herzblut und plant in Zukunft, den Betrieb von ihrem Vater Klaus Holzmüller zu übernehmen. Ich habe eigentlich fast alles, was ich im Weinberg mache, von meinem Vater gelernt. Der hat es auch von seinem Papa dann irgendwie mitgenommen und das ist sehr schön und das ist auch sehr wichtig, dass er das an mich weitergibt. Eine weitere Gemeinsamkeit mit ihrem Vater ist das Engagement in der Winzergenossenschaft. Nachdem auf eigenen Wunsch hin Klaus Holzmüller als Mitglied des Aufsichtsrates für den Bereich Weingarten Kraichgau zurücktrat, wurde Elina bei der Generalversammlung im April 2022 in diese Position gewählt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, bin da jetzt auch ein bisschen reingestolpert in das Amt. Ich freue mich aber sehr drauf, meine Ideen mit einbringen zu können. Als erste Frau im Aufsichtsrat der erste Markgräfler Winzergenossenschaft kann Elina ihr vorhandenes Wissen mit einbringen und den Kurs für die Zukunft mitbestimmen. Konkrete Vorschläge hat sie schon jetzt. Also ganz konkrete Ideen habe ich, möchte ich gerne die Winzer ein bisschen näher zusammenbringen und auch ein bisschen Weiterbildung anbieten für die Winzer. Erstmal speziell in Weingarten, weil ich ja daher komme und dass man einfach mehr sich wieder austauscht und zukunftsfähig bleibt. Mit ihren Plänen konnte sie bereits zu Beginn ihres Amtes einen Fan an oberster Stelle gewinnen. Also die Elina Holzmüller kenne ich tatsächlich auch schon länger. Die habe ich schon ein paar Mal auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen. Und die ist sachkundig ohne Ende, hat das ja auch studiert, ist mit vollem Herzen dabei. Und genauso Leute will man auch im Aufsichtsrat haben. Dass Elina sich, ihre Ideen und ihr vorhandenes Wissen in die Winzergenossenschaft mit einbringen will, hat zwei Gründe. Verantwortung und die Liebe zum Beruf. Natürlich hat es auch was mit Tradition zu tun, mit der Weiterführung des Betriebs. Aber es ist auch einfach generell ein wunderschöner Arbeitsplatz. Ja, ich bin hier mit den Insekten, mit den Hummeln, wenn die mich immer begrüßen morgens oder auch sonst. Ich kann einfach sehen, wie von so einem kleinen Trieb am Ende dann eine Traube in meiner Hand liegt.